Atme tief ein und langsam wieder aus. Ein und wieder aus. Hallo, meine lieben Aktienfreunde und ETF-Freunde. Es wird Frühling und die Kurse fallen. Und auf den sozialen Netzwerken wie auf Facebook werden die Hilferufe laut. Hilfe, die Kurse fallen. Was soll ich tun? Damit beschäftigen wir uns in diesem Video. Mein Name ist Thorsten Tiet und ich bin nicht nur tiefenentspannt, sondern auch der Betreiber der Seite Aktienfinder.net. Hier geht es ums langfristige Investieren und von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Zuerst ein paar der Hilferufe, damit du weißt, worum es geht. Danach beschäftigen wir uns mit dem Heilen dieser Hilferufe und dann schauen wir mal weiter. Einer dieser Hilferufe ist: Ich frage mich gerade, weshalb die Kurse aktuell alle so stark fallen. Wie schätzt ihr die Situation ein? Steigen sie wieder? Schauen wir uns doch mal die Kurse an. Hier haben wir den MSCI World. Wir können aber auch den Nasdaq 100 holen. Das wäre dann hier der NSDX. Scheiße, falscher Index. Moment, NDX. Ja, der richtige. Und dann seht ihr hier, dass die Kurse fallen. Hier, nein, sie fallen nicht. Ich muss vielleicht ein bisschen näher reinzoomen. Da, Hilfe, die Kurse fallen. Werden sie jemals wieder steigen? Und dann hätten wir noch einen anderen Hilferuf. Im Januar und Februar habe ich für größere Summen ETF gekauft. Für mein Portfolio die Megakatastrophe. Eigentlich konträr zu dem, wie es sein sollte. Top-Performance mit Aktien. Ich bin super verunsichert, wie das weitergehen soll und habe echt Angst um mein Geld. Auch das ein Hilferuf. Der nächste Hilferuf. Jetzt sehe ich mir den Chart von Apple an. Apple. Hier der Chart von Apple. Jetzt sehe ich mir den Chart von Apple an und frage mich, wieso Apple nach den sehr guten Zahlen und News aktuell so stark abfällt. Auch hier eine Aktie im langfristigen Abwärtstrend. Natürlich, Spaß muss sein. Die ganzen Posts, die ich jetzt gelesen habe, da sind Leute dahinter, die sind echt verunsichert. Die haben erst angefangen, in Aktien zu investieren, haben sehr wenig Erfahrung. Und jetzt zum ersten Mal geht es so richtig nach unten. Mit so richtig nach unten, ich denke, ich habe das im Chart schon gezeigt. Richtig nach unten ist es nicht. Wir haben jetzt eine klitzekleine Korrektur. Damit die überhaupt sichtbar wird, müssen wir hier mal ganz tief reinzoomen. Das heißt, in die kurzfristige Chart-Historie reingehen. Wenn wir hier dann auf 6 Monate sind, auf 6 Monate bezogen im Nasdaq, sind wir immer noch deutlich im Plus. Und zwar knapp 10%, so viel zur Hilfe, die Kurse fallen. Aber wenn man nur tief oder kurzfristig genug denkt, dann sieht es natürlich anders aus. Dann glaubt man hier, hoppla, die Welt geht unter, weil wir jetzt auf die letzten 5 Tage 6,5% verloren haben beim Nasdaq. Es ist etwas anders mit den Aktien, die ja gehypt worden sind viel. Die haben stärker verloren. Gehen wir mal in Aktienfinder rein. Und da sehen wir hier Kursgewinne bzw. Verluste in unserem Fall auf eine Woche, auch diese 5 Tage. Und da haben wir dann hier die, ich sag's jetzt mal, fast ja üblichen Verdächtigen, die vorher so gehypt worden sind. Zum Beispiel den hier nicht, die haben echt Probleme gerade. Der war Teladoc, hier Apple aus Australien, Roku, Square, Xiaomi. Und wenn man sich die Aktien so anschaut, gucken wir uns mal kurz Teladoc an, dann haben die viele Gemeinsamkeiten. Das heißt, ebenso wie der Nasdaq 100 sind die, auch wenn man die Aktien nur ein paar Monate hatte, immer noch dick im Plus. Und die fangen jetzt mal an, so ein bisschen zu korrigieren. Mit ein bisschen korrigieren meine ich hier 20% ungefähr zum Beispiel hier. Oder gucken wir uns mal Roku an oder Square hier, Roku. Auch hier werden wir wahrscheinlich Gemeinsamkeiten entdecken. Wer nur ein paar Monate schon dabei ist, ist immer noch dicke im Plus. Was ja auch einiges schon sagt über die Bewertung. Viele dieser Aktien sind noch defizitär. Einige sind schon im Plus wie Square. Und hier gucken wir uns nochmal Palantir an und dann vielleicht auch gerne mal Fiverr. Da sieht man gar nicht viel, weil man keine Historie hat. Auch eine Gemeinsamkeit. Viele dieser Aktien sind noch nicht lange am Markt. Hier haben wir noch eine.
Und die fallen halt jetzt. Spotify hole ich euch auch nochmal auf den Schirm. Das sieht man ja auch stark gestiegen. Und jetzt fangen die gerade mal so ein bisschen an zu korrigieren. Und wie ich mal schon sagte, man muss einfach den Zeithorizont nur kurz genug haben. Schon nimmt das Ganze dramatische Ausmaße an und äußert sich dann in diesen diversen Hilferufen. Was haben diese Hilferufe alle gemeinsam? Und wie können wir das Ganze angehen und denjenigen helfen, die diese Hilferufe auch verständlicherweise absondern? Das erste ist, wie ich meine, eine unrealistische Erwartungshaltung, die ja auch ausgeht oder ganz stark zu hören ist in dem zweiten Hilferuf. Eigentlich konträr zu dem, wie es sein sollte, Top-Performance mit Aktien. Das ist derjenige, der eine größere Summe in ETFs angelegt hat und jetzt zusieht sozusagen und so gefühlt, wie jeden Tag sein Vermögen schmilzt. Seine Erwartungshaltung war eigentlich gewesen, eine Top-Performance soll es sein. Wenn ich schon in Aktien investiere, auch über einen ETF, zeige ich mal hier von Christian Röhl, Dividendenadel, hat eine Art Rendite-Dreieck gemacht für ein MSCI World. Und hier sind jetzt absoluten Basics. Wir haben langfristig eine Rendite zwischen 6% und 8% zu erwarten, wenn wir lange dabei bleiben beim Aktienmarkt. Betonung auch auf lange, denn es kann durchaus anders laufen, wenn du kurzfristig investiert bist, denn es gibt eben schlechte Jahre, die von guten Jahren abgelöst werden. Wenn du richtig viel Pech hast, dann steigst du ein in so einem sehr ungünstigen Zeitpunkt und musst ein paar Jahre lang warten, bis du in den grünen Bereich kommst. Aber man sieht es hier schön, und zwar von links nach rechts ist immer die Haltedauer und ein Kästchen ist ein Jahr. Wenn du einfach nur lang genug dabei bleibst hier, dann irgendwann wird alles grün. Das heißt, die Zeit heilt alle Renditewunden sozusagen. Selbst wenn du hier im Jahr 2000 sehr ungünstiger Einstiegszeitpunkt angefangen hättest, einmal Kauf zu machen, alles da rein zu buddern, dann wärst du heute immerhin bei einer Rendite, jährlichen Rendite von 3,8%, ist mickrig im Vergleich oder für eine Anlagedauer von 20 Jahren. Aber da wäre es dann schon blöd gelaufen, dennoch eine positive Rendite. Das ist also diese unrealistische Erwartungshaltung. Und da gucken wir uns auch einfach mal hier nochmal den Nasdaq an, den Chartverlauf. Man sieht, es geht immer mal wieder hoch und runter. Es gibt immer wieder diese Zacken. Und das ist eben diese Unregelmäßigkeit der Performance. Man kann keine 6-8% erwarten, wie auf Schienen, Jahr für Jahr. Man kann auch keine Top-Performance erwarten darüber hinaus. Also ich weiß nicht, was unter Top-Performance zu verstehen ist, aber ich denke, derjenige, der in diese ETFs investiert hat, rechnet mit mehr als 6-8%, wenn er von Top-Performance spricht. Also das ist die unrealistische Erwartungshaltung. Die hängt natürlich zusammen mit fehlendem Grundlagenwissen. Wer investiert, wer sein Geld irgendwo hingibt, der sollte sich damit beschäftigen, wohin das Geld geht und was damit passiert und was er für Risiken und Chancen hat mit diesem Geld. Und da würde ich sagen, muss man jetzt mal eine Unterscheidung treffen, ob man jetzt in ETFs investiert oder in Aktien. Und das hängt davon ab, ist meine Rede, machen die Aktien Spaß, macht es dir Spaß, dich mit Aktien zu beschäftigen? Findest du Wirtschaft spannend, findest du Unternehmen spannend? Falls ja, dann können Aktien was für dich sein. Falls nein, mach so wie derjenige, der diesen Hilferuf abgesondert hat, investiere in ETFs, aber auch dann beschäftige dich mit der Börse so weit, dass du eine realistische Erwartungshaltung hast. Das heißt zum einen, dass du weißt, dass die Kurse hoch, aber auch mal runter gehen und dass dann die Welt aber nicht untergeht, wenn die Kurse nach unten gehen, sondern dass man das Ganze aussitzen kann, insbesondere wenn man in ETFs investiert hat und breit diversifiziert ist. Dadurch, ich nehme es einfach mal an, dass es keine Nischen-ETFs sind, dann sollte man da vielleicht auch nochmal ran. Wer in Aktien investiert, für den ist es schon ein Hobby sozusagen. In ein Hobby investierst du Zeit. Das heißt auch, dass du da dich ein bisschen tiefer beschäftigen musst als jemand, der mit ETFs in Anführungszeichen nur was macht. Du musst also über das Grundlagen wissen, wie so eine Börse funktioniert und wie die Aktienmärkte sich so langfristig entwickeln hinaus
dich auch in einzelne Unternehmen bzw. Aktien reinknien. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass du auch ein bisschen mit Fundamentalanalyse in Berührung kommst, dass du dich qualitativ und quantitativ mit dem Unternehmen beschäftigen darfst. Qualitativ, das heißt, was macht das Unternehmen? Was ist das Geschäftsmodell? Wie verdient das Unternehmen Geld? Diese Dinge, wo ist der Burggraben? Ist das Management gut? Ja, nein. Quantitativ, das heißt, du weißt, was ein KGV ist, du weißt, worauf es langfristig ankommt, wenn du in ein Unternehmen investierst, nämlich dass dieses Unternehmen seine Gewinne langfristig steigert. Genau das, wofür der Aktienfinder ja steht, dass du mit dem Aktienfinder Unternehmen finden kannst, die ihre Gewinne und Cashflows langfristig steigern und in Folge, falls erwünscht, natürlich dann entsprechend auch die Dividende. Als wir hier jetzt den dritten Hilferuf haben zum Beispiel, wo sich dann jemand sagt, jetzt sehe ich mir den Chart von Apple an und frage mich, wieso Apple nach den sehr guten Zahlen und News aktuell so stark abfällt. Machen wir mal ein Praxisbeispiel. Hier holen wir uns einfach mal Apple auf den Schirm und fragen uns, warum fällt denn die Aktie? Beziehungsweise wir relativieren das Ganze. Auch hier siehst du, das Unternehmen macht schöne Gewinne. Das blenden wir mal aus. Konzentrieren uns auf den Aktienkurs. Ja, was muss denn passieren, damit eine Aktie so ein bisschen korrigiert? Ich sag's schon ein bisschen, ich relativiere das schon. Da braucht es keinen unternehmensspezifischen Grund, damit der Aktienkurs korrigiert. Es reicht einfach, dass der gesamte Aktienmarkt sich schwach entwickelt. Schon gehen auch die Kurse von Apple gen Süden. Und ganz ehrlich, auch hier, wenn du ein paar Monate schon investiert warst, dann bist du immer noch dick im Plus. Das ist jetzt definitiv kein Weltuntergang. Bezüglich Apple selbst kann man sich natürlich die Frage stellen, auch den anderen Highflyern, ist das jetzt erst der Anfang von der Korrektur oder war es das schon? Danach geht es wieder weiter hoch. Da gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen. Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber weil ich denke, dass das viele Leute interessiert. Ja, was war der Grund, warum jetzt der offizielle Grund, warum die Aktienkurse jetzt nachgeben? Das hat was mit den Zinsen zu tun, mit den Treasury Yields oder Treasury Yield Curve Bonds, die Konkurrenten der Aktien, wenn ich mein Geld hier in festverzinsliches anlege. Und da sieht man einfach, dass am Anfang des Jahres haben 10 Jahre notierende oder 10-jährige Laufzeiten noch bei unter 1% notiert. Jetzt sind es 1,54. Das wird als Grund genannt, zusammen mit der luftigen Bewertung vieler Unternehmen, warum es jetzt mal zu einer Korrektur kommt. Und gucken wir uns mal Apple an als Beispiel. Da haben wir jetzt ein KGV von tagesaktuell von 30, sogar leicht drüber, wenn wir das bereinigte KGV nehmen. Und wir haben hier gearbeitetes Gewinnwachstum fürs nächste und übernächste Geschäftsjahr zwischen 4% und 6%. Also könnte genauso gut Unilever sein, aber halt ein KGV von 30. Kann man sich dann schon fragen, vielleicht doch noch etwas Luft nach unten. Ist aber keine Kauf- und definitiv auch keine Verkaufsempfehlung, denn auch das will ich mal gesagt haben, ihr müsst euch selbstständig Gedanken machen können und ihr sollt nicht auf andere hören, insbesondere dann, wenn ihr in Aktien investiert seid. Ja, gut, dann haben wir hier also die fehlende Beschäftigung mit dem Unternehmen. Man muss sich also in das Unternehmen reinknien. Ihr solltet dann die Kennzahlen verstehen. Um die Kennzahlen zu verstehen, solltet ihr aber vorher noch wissen, welches die eigentlich wichtigen Kennzahlen sind und wo die Fallstricke sind. Da habe ich auch einen Artikel geschrieben, hier wie uns Kennzahlen in die Irre führen. Den werde ich auch verlinken, beziehungsweise schieb den hier gleich für dich ins Video rein. Meines Erachtens lesenswert. Also man muss halt auch wissen, worauf es ankommt. Und dann haben wir hier noch einen Grundlagenartikel, auch auf dem Aktienfinder-Blog. Und wie alles auf dem Aktienfinder-Blog kostenlos, kannst du dir auch gerne anschauen. Gut, werden wir noch ein bisschen konstruktiver, versuchen mal hier Lösungsansätze explizit zu erwähnen für diejenigen, die jetzt stark verunsichert sind, dass die Börse schwankt, habe ich bereits erwähnt. Ich habe es anhand des Nasdaqs gezeigt. Das muss man sich halt vergegenwärtigen. Und ihr habt auch gesehen, dass wenn ihr langfristig investiert, dass ihr dann die Schwankungen des Marktes
schön aussitzen könnt und weiterhin dann, weil langfristig ist die Börse eine Einbahnstraße nach oben, so war es bisher jedenfalls immer. Es gibt die Crash-Propheten, die sagen, diesmal wird alles anders. Es gibt zwei Arten von Marktteilnehmern, die sagen, diesmal wird alles anders. Das sind einmal die Superoptimisten, die jede Bewertung rechtfertigen und die beispielsweise sagen, Unternehmen müssen keine Gewinne mehr machen, es kommt nur aufs Wachstum an, die Gewinne kommen später, ist doch klar. Und es gibt die Crash-Propheten, die euch erzählen, ja, jetzt ist alles vorbei, es wird alles enden und am besten grabt ihr euch ganz tief irgendwo ein. Ich denke, beide Extremansichten sind mit Vorsicht zu genießen. Was ich noch nicht erwähnt hatte oder nur am Rande ist, mach dir bewusst, was du willst. Bezüglich Aktien habe ich das schon gesagt. Aktien oder ETFs würde ich davon abhängig machen, was dir Spaß macht, beziehungsweise ob dir Einzelaktien Spaß machen. Dann kannst du es gerne probieren. Gibt auch kein Entweder-Oder. Du kannst auch beides machen, mischen und dann versuchen, dann ausprobieren, was dir am meisten liegt. Und man muss sich auch nie eindeutig entscheiden, sondern man kann immer beides parallel nebeneinander laufen lassen. Mach dich mit den Grundlagen an der Börse vertraut und darüber hinaus auch den wichtigsten Regeln, beispielsweise Diversifikation, nicht alle Eier in einen Korb legen. Und dann mach eine Anlagestrategie, überleg dir wie immer im Leben, was du willst, auch an der Börse sozusagen. Und ich habe hier unten so Anlagestrategien für dich, die idealtypisch sind. Wenn ich jetzt sagen würde, erarbeite dir eine Anlagestrategie, dann würde es schon irgendwie nach einer Doktorarbeit klingen, ist deutlich weniger komplex, als es wirkt. Es gibt eigentlich gar nicht so viele Anlagestrategien für langfristig investierte Anleger. Wir hätten da hier Dividendenertrag, die eine hohe Dividende haben wollen von Anfang an, Dividendenwachstum, Leute, die mehr Zeit haben, auf dynamisches Dividendenwachstum setzen, so wie wir tendenziell auch im Standarddepot, sollte ich auch verlinken an der Stelle als Praxisbeispiel, und dann Gewinnwachstum für diejenigen, die auf die Dividende verzichten können und die gerne ja, seine möglichst gute Rendite erzielen möchten, auch unter Berücksichtigung von Diversifikation und Qualitätsmerkmalen, dass die Unternehmen am besten bereits Gewinne und positive Cashflows erwirtschaften, nur die halt sehr dynamisch steigern. Und weil es noch so schön läuft und man als Manager eines solchen Unternehmens das Geld reinvestieren kann, wird halt noch keine Dividende ausgeschüttet, so ungefähr. Aber alle diese Unternehmen, in die du investiert hätten, gemeinsam, dass sie von sich aus stark wirtschaften, dass sie Gewinne erwirtschaften, die steigen sollten, hier halt weniger als da. Und ganz wichtig, du sollst in Unternehmen investieren, anstatt in Aktien zu spekulieren. Das kann ich gar nicht genug betonen. Jetzt, weil ja auch so viele neue dazukommen, denen die Erfahrung fehlt, die eben diese unrealistischen Erwartungshaltungen haben. Also du darfst jetzt nicht davon ausgehen, dass du über Nacht an der Börse reich wirst. Du darfst nicht mal davon ausgehen, dass du innerhalb eines Jahres an der Börse Geld verdienen wirst. Es kann sein, dass du einsteigst und die Aktienkurse fallen und es wird eine Zeit dauern, bis sie sich wieder erholen und das hat dann gar nichts möglicherweise gar nichts mit deinen einzelnen Unternehmen zu tun. Die Kurse fallen halt in Breite, der Markt fällt, also fallen die Kurse deiner Aktien auch. Sitz es einfach aus, wenn du in solide Unternehmen investiert hast. Und dafür sind wir ja da mit dem Aktienfinder, dass du die möglichst einfach finden kannst. So, jetzt würde ich mal noch sagen, zum Abschluss nochmal Tiefenentspannung. Und dann wünsche ich dir ein gutes Börsenjahr und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.